Sehr geehrte deutsch-griechische Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrter Herr Dr. Georgios Basiotis, meine Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich als persönlich Beauftragter der Bundeskanzlerin für die deutsch-griechische Versammlung, DGV, bei Herrn Erzpriester Dr. Georgios Basiotis, den griechischen Institutionen und Vereinen der Metropolregion Rhein-Neckar ganz herzlich für diese für Griechenland so bedeutsame Veranstaltung und für die Einladung, die ich gerne angenommen habe. Das Jubiläum ist ein besonderes Ereignis, denn die 200. Begehung des griechischen Nationalfeiertags erinnert uns an die Bedeutung von Freiheit und des Rechts auf Selbstbestimmung. Der griechische Unabhängigkeitskampf im 19. Jahrhundert wurde maßgeblich durch Initiativen im Ausland unterstützt. Philhellenische Organisationen, Vereine und Komitees in ganz Europa traten für die griechische Sache ein. Diese Griechenland-Begeisterung erfasste nicht nur Intellektuelle und Künstler, sondern erreichte breite gesellschaftliche Gruppen. Solidarität mit und für Griechenland wurde zur gelebten Praxis. Und genau diesen Ansatz verfolgt auch die deutsch-griechische Versammlung. Die DGV wurde 2010 von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und dem damaligen Ministerpräsidenten Griechenlands, Georgios Papandreou, ins Leben gerufen. Die DGV setzt sich seitdem dafür ein, die deutsch-griechische Beziehungen auf kommunaler und regionaler Ebene zu vertiefen sowie den europäischen Gemeinschaftsgedanken zu stärken. Mit seinem historischen und kulturellen Erbe hat Griechenland einen wichtigen Beitrag zur europäischen Einigung und zum politischen System Europas geleistet. Deswegen ist dieser Nationalfeiertag nicht nur für Griechenland, sondern auch für Europa von großer Bedeutung. Der Gedanke von einem vereinten Europa, das durch Solidarität und freiheitliche, demokratische Werte zusammengehalten wird, ist innerhalb des DGV-Netzwerks besonders präsent. Deutschland und Griechenland begegnen sich auf Augenhöhe und nutzen positive Beispiele des kommunalen Alltags, um zur Verbesserung der Strukturen in beiden Ländern beizutragen. Unser Ziel ist es dabei, die kommunale Selbstverwaltung in beiden Ländern zu stärken. Und die bisherige Zusammenarbeit mit Griechenland hat gezeigt, dass eine nachhaltige Kooperation mit verhältnismäßig geringen Mitteln organisiert werden kann. Partnerschaftliche Kooperationen auf kommunaler Ebene tragen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Partnerländern bei, da die Beziehungen mehr von einer sachlich-fachlichen Ebene geprägt sind. Insgesamt hat sich die DGV damit zu einem festen Bestandteil der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland entwickelt. Ich freue mich ganz besonders über die heutige Präsenz zahlreicher Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter und lade Sie herzlich ein, den Kontakt mit der DGV aufzunehmen, um die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit unserer beiden Länder auf kommunaler Ebene mitzugestalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Feier und freue mich auf viele künftige Begegnungen mit Ihnen. Herzlichen Dank.